Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit meiner Wenigkeit. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Aber ich möchte gerne den Sound oder Musik runterstellen. Das wäre ziemlich cool. Oh. So. So, wir stellen das einfach mal ein bisschen runter. Oder vielleicht noch ein bisschen. Ah, keine Ahnung, wir machen es mal so. So, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Deadfall Adventures nennt sich dieses Spielchen. Und ja, keine Ahnung. Überlebenskampf kann man machen. Also ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich sehe gerade, es ist ja was. Hier hat ja was auf jeden Fall mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Wir machen mal ein neues Abenteuer. Alles auf normal. Mal gucken, was das für eins ist. Kommt auch hier in die Kategorie angespielt auf jeden Fall. Verehrter Leser, zunächst einmal muss ich mich für meinen unverblümten Schreibstil entschuldigen. Als Grund kann ich lediglich vorbringen, dass mir das Gewehr näher ist als die Feder. Ich bin Übertreibungen zuweilen nicht abgeneigt, aber so unglaublich die folgende Geschichte auch scheinen mag, sie ist mir genauso in Erinnerung geblieben. Denn ich habe am eigenen Leib erfahren, dass alle Dinge ewig leben. Nur schlafen sie zuweilen und geraten in Vergessenheit. Ein großer Name kann eine noch viel größere Last sein. Und mein besonderes Talent, Schwierigkeiten anzuziehen, hat er gerade wieder zugeschlagen. Noch etwas, das ich anscheinend von meinem berühmten Vorfahren geerbt habe. Wirklich ein perfekter Tag für das Treffen mit Ihrem ehemaligen Kollegen. Ich bezweifle stark, dass hier je ein Tag ohne Sandsturm vergeht. Und er hätte bestimmt etwas gegen das Wort Kollege. Damals war ich noch kein Field Agent, sondern nur Intel. Die nervende Stimme der Bürokratie, wie er es gern nannte. Ich bin in jedem Fall sicher, das Treffen ist den Aufwand wert. Sie liegen nur sehr selten falsch, Professor. Aber heute könnte einer dieser Tage sein. Hey, stopp! In dieser Gegend solltest du deine Fahrer etwas sorgfältiger aussuchen. Professor, darf ich vorstellen? James Lee Quatermain. Ja, ein bisschen stumpf war das. Hat so ein bisschen jetzt was von Indiana Jones, wenn ihr mich fragt. So viele Bücher. Ich dachte, du bist eher der Zeitschriftentyp. Oh, die waren Teil der Einrichtung. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Ich vermute, der Kompass meines Urgroßvaters ist nicht bloß für Ihre persönliche Sammlung. Korrekt. Er ist von größter Bedeutung für unsere Mission und somit das Schicksal unseres Landes. Klingt wichtig. Ich glaube, der Preis ist gerade gestiegen. Aber was noch wichtiger ist, ich möchte, dass Sie sich uns anschließen, Mr. Quatermain. Hören Sie, Professor, ich habe mich bei ein paar alten Freunden ein wenig über Ihre Behörde informiert. Und ich habe wirklich kein Interesse an dem mythologischen Unfug, den Sie untersuchen. Ich fürchte also, dass ich... Ich habe mich auch informiert, Mr. Quatermain. Über Sie? Ein notorischer Spieler wie Sie kann immer etwas Geld brauchen. Und Agent Goodwin könnte jemanden mit Erfahrung brauchen, der ihr den Rücken frei hält. Hier, das gehörte Ihrem Urgroßvater. Sie werden es brauchen.
Das wird nicht billig. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ach, was soll's. Lassen Sie mich nur zu Ende frühstücken. Tja. Na dann. Dies ist übrigens auch wieder so ein, was man testen kann, 2 Tage lang von Steam aus. Mein Urgroßvater, Alan Quatermain. Sein Name steht für Abenteuer und ist meine Haupteinnahmequelle. Viele Leute zahlen gut dafür, dass sie später sagen können, sie sind mit einem Quatermain gereist. Und ich machte alles, wenn der Preis stimmte. Sogar Babysitter spielen für eine Grünschnabelagentin. Unser Informant bei den Nazis hat uns berichtet, dass sie versucht haben, in den Tempel zu gelangen. Aber das Tor zum inneren Heiligtum nicht öffnen konnten. Sie sind weg, aber sie kommen bestimmt wieder. Wir müssen das schaffen, woran sie gescheitert sind. Denk an unsere Abmachung. Ich bring dich nur rein und raus. Mehr nicht. Du bekommst dein Artefakt. Alles, was ich sonst noch finde, klingt ja sehr heldenhaft. Klingt wie jemand, der schon für Uncle Sam gearbeitet hat. Was, wenn das alles hier nur eine Falle ist? Unser Informant Shepard liefert schon seit Monaten verlässliche Informationen. Wir können ihm trauen. Klar, wenn du das sagst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Du erinnerst dich doch sicher noch an meinen Fahrer, den Araber, der meine Tasche klauen wollte. Er gehört einem Stamm von Dieben an, die glauben, die Reichtümer des alten Ägypten plündern zu dürfen. Dabei ist das doch eindeutig Uncle Sams Aufgabe. Ich muss sagen, die Grafik sieht gut aus. Also da kann man schon mal nichts gegen sagen. Also das muss ich auf jeden Fall mal schon mal klarstellen. Was hat sie denn? Lass doch mal in deinen Ausschnitt gucken. Ja nun, geh doch, dreh dich doch nicht um. Bleib doch mal hier. So, gut, wo sind wir stehen geblieben? Komische Kennzeichen haben diese Wägelchen. Was da auf den Kisten steht? Ah, Danger. Explosives. Oh, eine Zigarre. Ich möchte rauchen. Oh. Okay, eine Karte haben wir. Schatzkarten weisen den Weg von bla bla bla. Aha. Okay. Brauche auch noch eine Spitzhacke, dann machen wir das wie Minecraft hier. Ich weiß rein, holen, weshalb wir gekommen sind und verschwinden. Hört sich gut an. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Spiel ist, ob das jetzt so ein Ego-Shooter ist. Also richtig informiert habe ich mich natürlich nicht. Vorsicht! Ha, guck mal, wie gekonnt das doch ging jetzt. Jo. Die hat sich ja bewegt. Naja. Also ich muss sagen, doch, die Grafik, das ist nicht schlecht. Ich finde die gut. Also da kann so manches Spiel nicht mithalten. Das muss man mal ganz klar sagen. Das hört sich weniger gut an. Oh, okay. Revolver hält hier. Zack. Okay, hier fließt sogar Blut, wenn es drauf ankommt. Nee. Die sind gar nicht mal so schlecht, diese Revolver. Naja, gut. Obwohl, ach, ich habe ja... Ah, okay. Gut, das mit dem Waffenmodell, da kann man bestimmt die Grafik noch ein bisschen hochschrauben. Aber jetzt möchte ich erstmal noch ein bisschen weiterspielen hier. Hier wird keine Grafik hochgeschraubt. Gucken, was hier noch so geht. Ich weiß, du glaubst an nichts von alledem. Aber was sich in diesem Tempel befindet, könnte das ändern. Begreifst du, was sich vielleicht im Heiligtum befinde? Eines der mächtigsten Artefakte in der Geschichte der Menschheit. Das Herz von Atlantis.
Das ist ja echt aufregend. Ach so, okay. Ja, und wie finde ich denn diese Schätze? Gib mir doch mal ein Zeichen, wie man so einen Schatz finden kann. Ach! Ja, nu? Ich möchte Schätze finden, hallo. Hä? Was bringt das denn, wenn man jetzt diese Teile hier alle öffnet? Die ist doch gar nicht so. Ein Skorpion! Guckt mal! Oh, wie süß er doch ist. Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, warum man die öffnen kann jetzt. Ob da irgendwas drinne ist oder drinne sein sollte oder noch ein Skorpion und noch mehr. Ist ein bisschen verbuggt, dieses, wenn man sich genau vorm Korb hinkniet. Ein einfacher Stein. Ich könnte mir ja vorstellen, dass dann so eine Schlange rauskommt oder sowas. Aber hier ist doch nichts drin, oder? Oder mache ich irgendwas verkehrt? Ah! Hey, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Man möchte es gar nicht glauben. Und da stand gerade was, aber ich bin gegangen. Tja. Na, guckt mal. Jetzt öffne ich bestimmt nur noch jetzt diese komischen Dinger hier. Oh, das ist... Ich denke mal, das ist, ich weiß nicht, ob man das als Ego-Shooter bezeichnen kann, aber ich glaube, man muss hier auch nachdenken. Also man kann ja nicht wie so ein Berserker hier durchlaufen, sondern muss tatsächlich auch ein paar Rätsel lösen. Alleine weiß ja schon, hier, ne? Afrika ist und Ägypten und so ein Blödsinn alle. Also ich glaube schon, dass man hier ein oder ein anderes Rätsel lösen muss, um weiterzukommen, als jetzt nur einen Hebel zu bedienen. Jäger der verlorenen Pyramide. Tja, wir kriegen ja eine Freischaltung nach der anderen. Was hat es eigentlich mit dem Edelstein auf sich? Träne der Isis. Den Legenden zufolge weinte die Göttin Isis eine Träne, als sie die Welt nach den verstreuten Überresten ihres Mannes Osiris absuchte. Als sie... Okay, anders gefragt. Wozu brauchen wir den Stein? Wenn meine Nachforschungen stimmen, können wir mit der Träne der Isis das innere Heiligtum öffnen. Das ist ja echt aufregend. Gut, dass die so animiert ist, die Gute. Ach ja, zur Aufnahme jetzt allgemein. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Spaß hier aufnehmen werde. Ich denke mal, so lange, wie ich Bock habe dazu. Und das könnte je nachdem sein. Also bis jetzt macht's mir Spaß. Was macht denn hier so komische Affengeräusche? Also es ist jetzt nicht, was ich jetzt bei den anderen beiden da hatte, da, also jetzt mit Call of Duty, Ghosts, Multiplayer, als auch mit diesen Dino, keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Irgendwie so. Das war ja nun echt gruselig. Aber hier gibt's auch einen Multiplayer, den werden wir uns auch angucken, das werde ich euch versprechen. Und werden vielleicht mal den Überlebenskampf machen. Ich bin mir aber da noch nicht so ganz so hundertprozentig schlüssig. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir das hinkriegen. Oh, hier ist ein Sarkophag. Ist das kein Schatz? Ja, keine Ahnung. Was macht denn hier so komische Geräusche? Also interessant. Also die Grafik, das finde ich echt gut gemacht. Also da kann man ja erstmal wirklich nichts gegen sagen. Hey, den krieg ich nicht auf, bereit, den auch nicht. Quartermain? Dann überlasse ich dir die Ehre. Gib mal her, das Zeug. Papa macht das. Der gehört in ein Museum. Ja, und der Finderlohn gehört auf mein Bankkonto. Ha! Ich sehe schon, richtige Sprüche bringen kann da ja auch der Typ. Ja! Ja, oh nein!
Wie jetzt? Ja oder oh nein? Scheißegal. Viele hielten meinen Urgroßvater für einen verrückten Lügen mit seinen Geschichten über afrikanische Geister und alten Bestien in der Dunkelheit. Ich war einer von ihnen. Aber das Leben weiß einen oft eines Besseren zu belehren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Folge hier mache. Ach, das sind die bösen Deutschen. Die Tore sind offen. Wir sind so gut wie am Ziel. Guten Morgen, Herr Quartermain. Immer eine Freude, einen Mann von so illustrer Abstammung zu treffen. Selbst unter solchen Umständen. Der sieht ja gruselig aus. Kriege ich ja heute Nacht Angst. Ja. Was machen die denn da? Aha. Sehr aufschlussreich. Ja, also es ist... Ein kurzer Ausflug zum Tempel, meinte sie. Rein und wieder raus. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass man hier echt ein bisschen überlegen muss, dass man hier vielleicht mal auch mal ab und zu am Schießen ist. Es hat was, dieses Spiel, also... Ja, ich glaube, das könnte man ein paar Stunden mehr spielen. Das auf jeden Fall, das ist durchaus drin. Aha. Ja, das sagt mir jetzt gerade nichts, muss ich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine hartnäckige Falle ist. Ich will erstmal andere Seite gehen, weil da war ja noch mal so ein Weg. Kann ich eigentlich laufen? Oh, man sieht sogar Hände dabei. Na, das wollte ich wissen. Was macht denn hier komische Geräusche? Ich sehe ja noch nicht mal was. Na, ist ja auch egal. Gut, dann wissen wir Bescheid. Und vor allem, wie wir laufen müssen. Warum steht hier eigentlich die Lösung schon? Wenn es die Lösung überhaupt ist. Ist ja gar nicht gesagt. Also hier steht zweimal links. Haha, nichts passiert. Oh, jetzt ist was passiert. Hey, eine Schatzkarte gefunden. Okay, das war vielleicht doch nicht so gut. Ah, er hat uns vorgewarnt. Der böse, böse Nazi. Ja, weiß ich nicht, gewinnt. Oh, das hat aber auch zugehauen. Was hat uns denn da jetzt beschossen überhaupt? Oh, 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 oh. Moment mal, da kann ich drauf gehen und da nicht mehr? Ja, was, wenn ich hier drauf gehe? Versteht das einer? Also auf die Augen kann ich drauf gehen oder was? Ah, okay. Nur, ich darf nicht auf diese anderen Zeichen drauf gehen. Ah, schon verstanden. Aber hier kann mich doch nichts abschießen, wenn ich jetzt da drauf gehe, oder?
Oh, ist das witzig. Hui, hui. Ein bisschen merkwürdig, aber okay. Ich frage mich, was hier noch so passiert. Also gerade hatten wir eine klitzekleine Schießerei gehabt. Also ich mag ja auch so welche Spiele, wo man echt nachdenken muss. Wo man halt so rätseln muss, was muss man als nächstes machen oder... Wie auch immer. Hä? Attentat. Hui! Alter. Das scheppert aber auch ganz schön hier drinne. Also, ich erschrecke mich tatsächlich. Ist ein halbes Gruselspiel. Aber hier haben wir schon wieder einen neuen Schatz, oder? Jawohl. Weg des Lebens. Aha, aha, aha. Okay. Ob da wohl Schätze drin sind, werden wir die immer schön kaputt machen? Grabschänderei nenne ich das mal. Aha. Hallo, werter Herr. Ja, cool. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich gehe jetzt einfach mal echt davon aus, dass hier auch was drin ist in diesen komischen Vasen. Oder? Was meint ihr? Oh, was ist das denn? Der gleiche Symbolquatsch wie in Allens Notizbuch. Hm, vielleicht. Halte gedrückt und wähle das Notizbuch. Ich drücke einfach N dafür. Da steht mittlere Maustaste. Ja, was ist denn das für ein komisches Notizbuch? Da habe ich doch gar keine Ahnung von. Was steht denn da, was mir weiterhilft? Da ist das Auge. Boah, war das schwer. Und was macht man damit? Na, ist ja auch egal. Also irgendwie ein bisschen stumpf gerade, das Spiel. Da scheint mir so ein bisschen die Lösung vorzugeben. Oder vielleicht ist das auch nur am Anfang so. Also so ganz richtig trauen tue ich sowieso hier nichts. Kann sein, dass gleich noch was ganz Schlimmes passiert oder dass so gar nichts passiert, dass das die ganze Zeit so weitergeht. Was das Spiel wieder eintönig machen könnte. Wenn man jetzt die ganze Zeit dasselbe hier sieht, ne? Also ich wette ja, das geht runter. Wenn ich gleich hier weiter drin bin oder was weiß ich. Oder gleich läuft irgendwas hinter mir her. Ja, ja, mit ihren Schätzen haben sie es aber auch, ne? Oh, guckt mal. Habe ich es nicht gesagt? Fallen? Der Raum sieht auch schon ganz mysteriös aus, muss ich sagen. Aber da liegt doch ein Toter. Wollen wir mal einfach mal hier lang spazieren, ob hier irgendwas passiert? Ah. Der sieht auf jeden Fall nicht mehr so lebendig aus wie sonst. Der hätte Revolver dabei gehabt. Ich traue mich da nicht hin, muss ich sagen. Um diese Bretter kann sich meine alte Freundin hohe Gewalt kümmern. Die kriege ich mit bloßen Händen nicht weg. Ja, aber irgendwas wird uns doch gleich... Mit bloßen Händen nicht weg. Trau dem Frieden da gar nicht so. Was ist denn hier? Oder was war denn mit dem Notizbuch? Also den Revolver brauchen wir anscheinend. Müssen irgendwo gegenschießen, damit wir irgendwie weiterkommen. Also es ist ein bisschen stumpf, okay. Es gibt uns so ein bisschen die Richtung an, wo wir lang gehen müssen. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass das irgendwie so ist. Ist
Ist das eine Statue da oben oder sowas? Naja, auf jeden Fall, ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, warum der Typ tot ist da, aber... Hey, ich kann meine Fähigkeiten verbessern. Aha. Machen wir mal das. Ja, passt schon. Boah, voll kriminell der Kerl hier. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, wir müssen da irgendwie was machen. Wir haben auch keine Munitionsangabe, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir müssen bestimmt irgendwo gegenschießen. Ach doch, da ist, wird Munition, aber unendlich Munition wird angezeigt. Wir sollen irgendwie ein Gewicht. Was sind denn hier Gewichte? Wir sollen auf irgendwas schießen. Aber auf was? Ja, da passiert schon mal gar nichts. Auf die Miezekatze. Ey, da wird irgendwas rot angezeigt. Hier auch. Da nicht. Okay. Boah, voll krass. Was passiert jetzt? Hä? Irgendwas wird da gerade hier rot angezeigt. Hä? Habt ihr das auch gesehen? Der hat doch gerade, das Visier hat doch gerade rot angezeigt hier. Ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen nicht, warum wir... Was haben wir denn da abgeschossen gerade? Wir konnten doch noch irgendwas hier attackieren hier. Hallo? Warum ist da eigentlich so eine Katze drauf? Und bei den anderen nicht. Hm. Ey, das war doch hier irgendwo, oder? Das hat doch rot angezeigt. Ich habe auch echt keine Ahnung. Oh, das Messer haben wir. Wir haben auch ein Messer. Aber mit der linken Maustaste zu drücken ist aber ätzend. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, oder ist hier irgendwas? Was sind das eigentlich für komische Punkte, die über die Leiche hier fliegen? Ist ja auch egal. Ah, ey, das wird rot angezeigt. Haha. Leute, Leute, was war denn da jetzt? Verstehe ich nicht. Was hat denn das da jetzt auf sich da? Vor allem, was hat mir da so rot angezeigt? Das geht mir jetzt gerade voll auf den Sack. Ihr glaubt das gar nicht, wa? Was war denn das? Da! Uiuiui, Attentat hier. Hä? Und jetzt?
Oder muss man da irgendwie hochspringen oder keine Ahnung was? Das ist ja schon ein bisschen mysteriös hier. Hä? Es ist ein merkwürdiges Rätsel, das muss man mal... Ach, jetzt leuchtet es da. Also die Schatzkammer hier. Na gut. Dann haben wir das auch gelöst. Da können wir nichts machen. Schade eigentlich. Naja, dann gehen wir hier weiter. Ganz ehrlich, das ist mir hier nicht ganz geheuer. Was ist denn da unten? Ist das gefährlich, da unten zu sein? Matsche, Matsche, Kuchen. Er ist aber unrasiert. Ja, was gibt es denn da unten? Hey, was ist da denn da hinten? Ich will gerne nach unten, das sieht so schön aus. Wen muss ich erschießen, damit das aufhört, oder was? Oh, immer nach oben gucken, glaube ich. Gut, dass die... Hey, was war das denn? Eine goldene Tafel. Ja. Hä? Na gut. Dann ist das halt so. Warum ist denn verletzt noch? Ist ja auch egal. Lau Forest. Oh, sein Sprint ist auch nicht für immer. Die Frage ist, gehen wir links oder rechts lang? Das ist auch so eine Tafel. Ich glaube, die Tafel heißt nix. Muss ich erschießen, damit das aufhört, oder was? Ups. Das wäre jetzt auch ein Wunder gewesen, würde ich nicht bei diesem Spiel sterben. Ganz ehrlich. Ich habe mir das ehrlich gesagt noch gar nicht durchgelesen, was da immer steht. Denn ich will das einfach mal spielen und einfach mal wirklich anspielen eigentlich, aber irgendwie gefällt mir das sehr gut. Ich hoffe, jetzt bin ich jetzt nicht gleich Matsche wieder. Man weiß ja echt nicht, Matsche, Matsche, Kuchen. Okay, hier ist keiner mehr. Ich frag mich, ob da Gegner da oder sind da unten oder keine Ahnung was. Und vor allem, wie wir da hinkommen zu diesem einen da. Zu diesem einen Raum, der da war. Oder ob wir hier lang gehen müssen. Oh ja, ich glaube, das ist der richtige Weg dafür. Wir sind irgendwie immer noch verletzt. Ich weiß nicht warum. Ach, da kann man sich das mal von unten angucken. Also ich traue dem Frieden da unten nicht. Das muss ich ganz ehrlich euch sagen. Allerdings traue ich diesen Raum hier auch nicht. Aber na gut, es ist Ägypten. Eine Zeit voller Gefahren. Oh. Wie kommt man denn da hin? Wie stumpf war das denn? Habt ihr das gesehen? Ich bin da einfach mal ganz locker hingegangen vor allem. Ah, er speichert auch immer ab, das ist ja positiv für mich. Ach, ich hätte ja auch hier lang gehen können, oder?
Also wie gesagt, Indiana Jones ist das mäßig hier. Ey, man hätte den Weg einfach umgehen können, oder? Ganz ehrlich, so kommt mir das vor. Außer da, da geht's nicht mehr. Obwohl, da könnte man vielleicht hochklettern. Irgendwie hört sich das klapperschlangenmäßig an. Eigentlich will ich hier nicht runter, aber ich mach's trotzdem. Ich will auch nicht ins Wasser gehen. Ich weiß nicht, was uns da begegnen wird. Was uns da vielleicht sogar Hallo sagen wird. Auch ein bisschen Bahn tut ja... Oh! Okay, das mit dem Bahn hat sich wohl erledigt. Das scheint irgendwie sowas wie Säure zu sein oder so. Oh. Der nimmt auf jeden Fall jede kleinste Verletzung auf. Ah, ich wollte weiter springen. Na gut. Ist, kein schönes Wasser offenbar. Ja, aber wie kommt man denn da... Ist ja auch egal. Wir laufen jetzt erstmal hier wieder lang. Wir müssen ja nicht alles erforschen hier. Aber die Frage ist echt, ob da unten irgendwas Wertvolles gibt oder so. Denn ich glaube schon, dass es da was gibt. Andererseits denke ich, es gibt doch nichts. So, da hinten war jetzt nichts mehr, aber da ist was. Kommen wir denn da irgendwie hin? Also ich möchte meinen, hier sollte man eigentlich nicht lang, aber... Ha, wir mogeln uns schon daran vorbei. Ziemlich gut. Dass wir immer noch verletzt sind. Heilen können wir uns gar nicht heilen? Ich gucke noch echt, ob man da irgendwie hinkommt. Aber irgendwie scheint das doch nicht so zu sein. Aber irgendwie sieht es wiederum aus, als wenn man da lang gehen könnte. Ich weiß es nicht. Oh oh, was haben wir hier wieder? Irgendwelche komischen Zahnräder. Da muss man doch bestimmt irgendwas reinklemmen oder so. Hä? Grafikfehler. Oder auch nicht. Ach, damit stoppt man das, genau. Aber wie? Wir haben auch gar nichts, ne? Was wir stoppen, mit was wir irgendwie stoppen könnten. Und draufballern hilft auch nicht. Obwohl, wir hatten noch... Da. Da sind diese komischen Gewichte und wir sollen irgendwo drauf schießen und dann ist vorbei und... Ja. Der zeigt mir ja auch gar nichts an. Ist ja auch egal. Hilfe, was ist das denn für eine Scheiße? Okay, offenbar gibt es hier einen Chat. Gut, wir haben jetzt erfahren, wie wir es auskriegen würden. Wir müssten da irgendwas haben. Ey, ich will da hin. Andererseits auch wieder nicht, weil dann würden wir nur wieder sterben. Und ich will euch ja ein bisschen was zeigen. Ich habe zwar selber noch nicht gespielt, dieses Spiel. Ist ja klar, ich habe es ja gerade erst angefangen mit euch. Aber... Das kommt mir einfach nicht geheuer vor, ganz ehrlich. Irgendwas wird gleich passieren. Oder es muss einfach gleich irgendwas passieren. Welchen Weg gehen wir denn? Den linken oder den rechten? Ich
traue dem Frieden nicht. Könnt ihr ja sagen, was ihr wollt. Wieso hat er denn da so ein... Hey, ich kann durch dich durchlaufen. Gib mal her, das Zeug da. Also freiwillig rückt das nicht raus. Ich weiß nicht. So ganz... Also das ist auf jeden Fall, was wir brauchen. Mit 100... Ah, das ist der Schlüssel. Du willst uns das ruhig geben können. Während es hier so am Beben war. Ich sag's euch, den hätten wir uns irgendwie... Aber wie? Also ich kriege schon Kopfschmerzen von lauter Überlegen. Lassen wir das. Ich bin immer noch schwer verletzt. Also bis jetzt ist das ein merkwürdiges Spielchen hier. Ich hing fest! Nein! Einen Moment mal hier. Auf jeden Fall war das gerade meine Erinnerung auch. Und zwar, 45 Minuten haben wir ja bald. Also, das ist krass, wie uns dieses Spiel jetzt hier doch aufgehalten hat noch. Es muss einen Weg hier rausgeben. Vielleicht schreibt der Alte was dazu in seinem Notizbuch. Nee, wie immer. Ja, es war klar, jetzt müssen wir irgendwie Spiegel drehen, so dass die alle beleuchtet sind und gut ist. Es war mir schon klar, dass wir so einen Blödsinn machen müssen. Ich weiß nicht, ich glaube, das Rätsel machen wir noch und dann war es das erstmal. Ja, wir müssen die Spiegel... Ein klügerer Mann würde wohl nicht an Mechanismen einer Kultur herumfummeln, die für ihre tödlichen Fallen bekannt ist. Ah, klüge Menschen. Klüsch! Es leuchtet auf jeden Fall mehr als sonst. Was muss denn da alles beleuchtet sein? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden hier. Also hier beleuchtet uns ja erstmal gar nichts. Alte Kulturen, da kann man ruhig mal rum experimentieren. Was sind denn das eigentlich für komische Gestalten hier? Naja, das Gute ist ja auch, dass uns hier kein Gegner angreifen möchte. Wo muss denn das alles erleuchtet werden überhaupt? Ich schätze mal, ey, was ist das denn da oben? Das sind doch auch nochmal Spiegel, oder? Wer leuchtet hier eigentlich mit diesem Spiegel herum? Ist das der alleine? Meine Taschenlampe brennt. Ach so, die gucken den alle an. Ah, was ist das denn da für ein gruseliges Ding? Naja, auf jeden Fall, okay. Der ist verdeckt. Ich würde ja sagen so, ne? Dann haben wir den hier, mit dem wir nichts machen können. Dann macht, sorgt der für Licht, dann muss der... Nee, geht ja auch nicht. Hm.
Ich meine, mir ist ja... Oder es muss so ein komischen Zickzack ergeben oder sowas. Also das Spiel hat anscheinend sehr viel Rätsel hier. Das macht gerade irgendwie keinen Sinn hier. Wartet mal. Den können wir ja hier überall hindrehen. Ich leuchte mal den dahin. So, und dann... Da kommen wir ja gar nicht hin. Wir können den nur in eine Richtung drehen. Habe ich den da bis da hinten hingeschossen? Merkwürdig, dass wir den nur nach da drehen können. Oder wartet mal, oder muss man da genau auf dieses... Ziemlich fesselnde Augen. Diese Statuen sind in einem erstaunlich guten Zustand. Okay, die Frage ist, bleibt das so? Anscheinend ja. Hä? Also nach da drin kann ich nicht. Das ist ein bisschen eigenartig, dieses Rätsel. Zwei erledigt, bleiben noch vier. Guten Morgen, Nummer drei. Es ist ein merkwürdiges Rätsel. Aber okay. Dann soll das so sein. Das ist ein echt merkwürdiges Rätsel. Okay. Nur noch eine. Ja gut, da muss man echt mal erstmal hinterkommen. Dass das so funktionieren soll. Ja, und jetzt? Und das muss unser geschätzter Gastgeber sein. Der Pfarrer mit dem Fable fürs Dramatische. Bravo, Herr Quartermain. Das ist schon das zweite Mal, dass Sie uns heute behilflich waren. Würden Sie jetzt bitte vom Grabmal zurücktreten, damit ich mich um das Herz kümmern kann? Vorsicht! Nach meinen Recherchen kann das Grabmal den ganzen Raum einstürzen lassen. Leer? Warum ist es leer? Was haben Sie damit gemacht? Kein magisches Herz drin. Nicht mal ein magischer Blinddarm. Idiot! Das Herz von Atlantis birgt unglaubliche Macht in sich. Erschaffen von der größten Zivilisation, die je auf Erden existierte. Es sollte hier sein. Es muss hier sein. Ich verstehe nicht. Hey, Besserwisserin. Helfen Sie dem Doktor.
Nur über meine Leiche. Vorsicht, Fräulein Goodwin. Hauptsturmführer Stein würde Ihrer Bitte nur zu gerne entsprechen. Okay, okay. Ein gebrochenes Herz kann niemals schlagen. Es bindet einen hungernden oder ausgehungerten König? Den Rest kann ich nicht erkennen. Irgendetwas über das Bein eines Lotsen. Und schon wieder waren Sie uns behilflich, Fräulein Goodwin. Anubis, der Smaragdgott. Er geleitete die Pharaonen auf ihrer letzten Reise. Selbst die Einbalsamierer trugen seine Maske. Ein Mann mit dem Kopf eines Schakals. Sie reden zu viel. Es ist nur ein Teil. Die Wächter müssen es aufgeteilt haben. Aber wo haben Sie die andere Hälfte hingebracht? Naja, ein Versuch war's wert. Zeit, die Heimreise anzutreten. Gute Arbeit. Nicht so schnell, Herr Quartermain. Fräulein Goodwin, wären Sie so nett, das Fragment in den Schrein dort drüben zu legen? Ich würde es ja selbst machen, aber nun, da könnten noch mehr Fallen sein. Tja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen. Okay, bis dahin, ciao, ciao.